Hey, schau mal, was ich hier habe. Naja, ihr habt es wahrscheinlich im Titel schon gelesen, um was es sich handelt, aber holen wir es doch einfach mal rein. Es ist die DJI Mavic Air im Fly More Combo. Und heute habe ich das geliefert bekommen direkt. Das ist die offizielle Verkaufsversion. Das heißt, wenn ihr euch dieses Combo im Laden holt, dann ist es genau das, was ich hier für euch auspacke. Aber legen wir los. Packen wir das gute Stück aus. Natürlich habe ich auch ein Unboxing-Messer und wie sich das für einen richtigen Schweizer gehört, ein sogenanntes Sackmesser. Zumindest so heißt es bei uns. Naja, wieso Sackmesser? Weil es halt so klein ist und in den Sack geht. Also in die Hosentasche, nicht Sack. Das ist Dialekt. Aber packen wir es erstmal aus, jetzt das gute Stück. Und schon ist es ausgepackt. Gut, so. Ja, es ist hier auch noch zu. Es hat hier so Kleberchen, weil es ja neu ist. Deswegen, was will ich hier? Komm schon. Jawohl. Das packe ich hier rüber. Ja. Riecht nach ziemlich neu. Also man riecht Plastik. Naja, okay. Also gut. Das ist die Fly More Combo. Schauen wir einfach rein, was uns geliefert wird. Also ich sehe, dass hier hat es... Ich mache es am besten so. So kommt es besser raus. Und zwar... die Tasche. Im Fly More Combo Paket habt ihr so ein Bag, einfach eine Tasche, und wie ihr seht, es ist nichts mehr drin, außer hier noch die Bedienungsanleitungen. Oder? Genau. Die Bedienungsanleitungen sind hier drin und die Ersatzpropeller, so wie ich das gesehen habe. Und ja, sonst passt eigentlich alles. Das tun wir auch auf die Seite. Passt alles hier rein. Also das ist, hätte ich gesagt, kompakt. Und so schwer ist es nicht. Das ist vielleicht 5 Kilo, 6 Kilo. Wahrscheinlich weniger, aber ich kann es nicht abschätzen. Aber gut, machen wir das gute Stück doch jetzt auch mal auf und schauen, was es hier drin hat. So. So. Also, zuallererst natürlich die DJI Mavic Air. Schaut sie euch an. die ist gar nicht mehr so klein wie die Original Air. Und ja, vom Design her erinnert sie eher an eine DJI Mavic 2. Okay, gut, dann schauen wir, was wir sonst noch haben. Ja, tun wir es einfach auf die Seite. Oder, ja, ihr sollt es auch sehen können. So. Gut. Was haben wir sonst noch hier drin? Das Multiladegerät. So, mit diesem Multiladegerät kann man 1, 2, 3 Batterien gleichzeitig laden. Beziehungsweise, nein, bei DJI ist es ja nicht gleichzeitig, sondern die Batterien werden nacheinander geladen. Und soviel ich weiß, wird zuerst die vollste Batterie geladen, dann die zweitvollste und dann die, die halt am leersten ist. Oder ja. So hat man immer direkt eine Batterie, die vollgeladen ist oder die am meisten geladen ist. Das hat, ja, hat schon seinen Vorteil. Ist besser so, sequenziell das zu laden, als alles gleichzeitig. Gut, das ist cool. Erstmal das, was eingepackt ist. Dann natürlich die neue Fernbedienung der DJI Mavic Air. Ich tue es mal hier auf die Seite, dann seht ihr das, was es ist. Ist alles so mit Plastik eingepackt. Das ist halt, ja, ist, weil es neu ist. Das ist halt immer so. Und die fühlt sich gut an. Also ja, okay, die Mavic 2 R2 ist schwerer als die Fernbedienung, aber es macht einen sehr wertigen Eindruck. Aber was hat es sonst noch drin?
also die Fernbedienung. Naja. Hier oben hat es noch mehr Sachen drin. Okay. Ah ja, das sind die Kabel, nehme ich an. Zwei Kabel, jeweils mit einem USB-C auf USB-C und USB-C auf Micro-USB. Was noch? Nochmal ein Kabel. USB-C auf Normal-USB, USB-A wäre das, glaube ich. Dann nochmal, wow, es hat so viele Kleinigkeiten, so kleine Dinge. So, was ist das? Ah, okay, das ist der, das ist der sogenannte Powerbank-Adapter. Hier könnt ihr die Batterie der DJI Mavic Air anschließen und habt hier zwei USB-Ausgänge und könnt so beispielsweise euer Handy laden, vielleicht das, die Fernbedienung oder was ihr sonst noch dabei habt, was Strom benötigen würde. Dann haben wir hier... Das, oh ja, das ND-Filter-Kit. Cool, das ist super, dass das auch dabei ist. Und, ah, die zwei Reserve-Joysticks für die Fernbedienung. So, das wär's hier oben. Hier oben hat's jetzt nichts mehr. So, aber ihr habt's ja schon gesehen, es hat nochmal was drin. Und zwar ist das... Was Schweres. Accessories. Zubehör. Okay, schauen wir nach. Nein, wirklich, hier hat es nichts mehr drin. Also tun wir das auf die Seite, die Tasche. Schauen wir, was es an Zubehör dabei hat. Klar, eine Zusatzbatterie. Nochmal, das ist die Fly More Combo. Da sind, hat man mehr dabei als bei der normalen Edition. Lass das doch nochmal eine Batterie haben. Los! Hi, das ist ja. So, das wäre die zweite Batterie. So, das kann wieder hier rein. Das ist auch immer so. Nicht. Ihr seht, es ist alles immer so kompliziert eingepackt. Kompliziert ja nicht, sondern es ist einfach alles schön versorgt. Im Plastik so, dass falls die Einzelteile im Sack sind, in der Tasche sind, dass die nicht aneinander reiben und so verkratzen. Gut, also was ist das? Das ist das Netzteil, um die Batterie laden zu können. Ich habe ja schon eine Mavic, und zwar ist es eine DJI Mavic Mini, nicht Air, Air ist das, Mini. Und ich hatte so viel Spaß mit der DJI Mavic Mini, dass als DJI die Mavic Air 2 vorgestellt hat, dass ich direkt zuschlagen musste. Ich habe direkt am selben Tag vorbestellt bei DJI direkt, und normalerweise hätte es, wenn ihr das Video jetzt seht, könnt ihr es schon im Laden kaufen. Normalerweise fehlen noch 2 Tage, denn am 15., wenn ich das richtig im Kopf habe, 15. Mai, sollte sie offiziell in die Läden kommen. Und ich bin froh, ich bin begeistert, dass ich es vorbekommen habe. Aber das ist eigentlich klar, beziehungsweise dieses Jahr war es nicht ganz so. Normalerweise ist es so, dass wenn du bei DJI direkt bestellst, dass die Vorbesteller von DJI, dass die zuerst beliefert werden, bevor dann der ganze Retail-Markt, also sprich da der Mediamarkt, Saturn etc., bevor die beliefert werden. Und, aber dieses Jahr war es anscheinend anders, weil zum Zeitpunkt, wo ich jetzt dieses Video drehe, es gab schon Leute in verschiedensten Facebook-Gruppen, die gesagt haben, beziehungsweise die auch gezeigt haben, hey, ich habe die Drohne schon bekommen, auch die Fly More Combo. Nun gut, es sei es drum, es ist halt so.
Aber jetzt schauen wir uns die Sachen doch ein bisschen genauer an. Wie ich schon erwähnt habe, ich habe die Fly More Combo. Die Unterschiede zur normalen Edition. In der normalen Edition, also sprich in der Standard-Edition, bekommt ihr natürlich die Drohne. Ihr bekommt die Fernbedienung, natürlich die neue. Dann, was noch? Ja klar, eine Batterie bekommt ihr in der Standard-Version mit zu. Die ist natürlich jetzt eingebaut. USB-Kabel, das Netzteil natürlich, um die Batterie laden zu können. Was noch? Natürlich die beiden USB-Kabel. Ja, das ist dabei. Den Powerbank-Adapter wüsste ich jetzt nicht, ob der auch dabei ist bei der Standard-Edition. Müsstet ihr dann schauen, wenn ihr euch eine Mavic zulegen wollt. Genau, und ja, natürlich, und die Propeller bekommt ihr in der Standard-Edition auch dazu, denn sonst kann die Mavic Air 2 nicht abheben, logischerweise. Was ist in der Fly More Combo zusätzlich dabei zur Standard-Edition? Natürlich, wie vorhin erwähnt, diese Tasche, die, ja, die ist, klar, die ist aus Plastik, aber die scheint wasserabweisend zu sein. Der Reißverschluss, also sie ist sicher nicht wasserdicht, aber sie ist wasserabweisend. Das hat hier so einen Schutz, damit das Wasser nicht direkt durchkommt oder reinkommt in die Tasche. Dann habt ihr natürlich das Multiladegerät auch noch dabei, was eben gut für die drei Batterien ist, natürlich ist, um diese gleichzeitig, nein, nicht gleichzeitig. Ich muss es wirklich lernen, dass es ist nicht gleichzeitig, sondern nacheinander. Das natürlich, eben die Batterien, die drei Batterien habt ihr dabei. Eine einzelne Batterie kostet um die 100 Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich würde es sonst unten in die Beschreibung schreiben. Die Fly More Combo ist ein bisschen teurer als die Standard-Edition, aber ich muss sagen, dass es ist ein kleiner Aufpreis, aber man bekommt viele, viele Goodies zusätzlich. Natürlich, das habe ich jetzt gar nicht gesagt. Man bekommt auch die ND-Filter. Die sind auch dabei in der Fly More Combo. Und ND-Filter normalerweise, wenn man die einzelnen kauft, also die sind jetzt von DJI, kosten auch um die 50, 60, 70 Euro. Also von dem her muss ich sagen, es ist schon dabei im Fly More Combo. Und insgesamt, ich empfehle die Fly More Combo. Da seid ihr auf der sicheren Seite, ihr habt genügend Ersatzbatterien. Eben wie gesagt, ihr habt die ND-Filter, die man braucht, wenn es draußen zu hell ist beispielsweise und ihr den Shutter weiter runterdrehen wollt. Das hilft ungemein, das kann man nicht anders sagen. Das ist der Unterschied, wenn ihr euch die DJI Mavic Air 2, nur die Drohne kauft mit der Fernbedienung, zum Fly More Combo Paket. So, jetzt bauen wir doch das gute Stück zusammen. Wir haben hier die Propeller, die mitgelieferten, inklusive Ersatzpropeller, die beiliegen. Die sind verschieden beschriftet, mit A und mit B. Wir haben hier auch A und B, aber packen wir zuerst die Propeller aus. Es hat immer jeweils sechs Stück an Propellern drin. Dasselbe mit dem Paket B. Da hier steht nichts. Gut, dann tue ich das auf die Seite. Wir brauchen natürlich jeweils zwei Propellerpaare für vorne und zwei für hinten. Die anderen lege ich jetzt auf die Seite. Gut, ihr seht, es hat hier überall Sticker dran. Öffnen, machen wir doch die Ärmchen los. Das ist so der klassische DJI Drohne Ausfaltmechanismus. Nehmen wir hier Schutzteile weg. So. Und so.
Okay. Ja, es hat überall Kleberchen dran, das ist gut, denn so wird beschrieben, was man machen muss. Wir sehen hier die B, das heißt, ich muss B-Propeller ran tun. Und hier beim A, A-Propeller natürlich. Und was eben auch toll ist, falls man jetzt das gemischt hat, dann ist das Gute. Ich packe das mal hier aus. Mann, ich müsste eigentlich wie ein Kochvideo vorbereiten. So. Und das habe ich schon vorbereitet. Das wäre wahrscheinlich angenehmer zum Schauen. Hier sieht man es. Die Propellerpaare sind angeschrieben, beziehungsweise sind angezeichnet. Es hat hier so einen weißen Ring. So, hier. Und man hat auch einen weißen Ring beim Rotor selber. Das heißt, man kann es. Es geht weiß zu weiß. Logischerweise. Jetzt, es hat so einen Steckmechanismus. Tack. Und schon ist es dran. Ranmache. Hier eben hat es keinen Ring. Hier auch nicht. Das heißt, ich kann die hier normal befestigen. Auch wieder diese Clip-Mechanismus. Nicht Falt, Clip. Falt, wieso Falt? So, jetzt wäre die eigentlich schon fast abflugbereit. Am besten, man nimmt die Sticker weg natürlich, denn die will man nicht haben. So, das ist die DJI Mavic Air. Jetzt könnte man sie eigentlich starten lassen. Ja, was hat die DJI Mavic Air, was die andere Mavic oder der Vorgänger nicht hatte? Also zum einen ist die Drohne um einiges größer geworden. Vom Design her orientiert sie sich an der DJI Mavic 2 Pro oder ja, 2 Pro, Pro 2. Die DJI Mavic Air 2 hat Sensoren vorne, Kollisionssensoren hinten und Sensoren unten. Auf der linken Seite der Drohne haben wir den Mini-SD-Kartenslot. Micro-SD, nicht Mini-SD, Mikrokartenslot. Dann auf der rechten Seite haben wir den USB-C-Anschluss, um die Batterie zu laden. Was auch cool ist, dass es hat 8 GB internen Speicher. Das heißt, solltet ihr mal eure Karte vergessen, was ich natürlich nicht hoffe, aber ich meine im Eifer des Gefechts, man beeilt sich, oh, wir müssen los, vergisst man vielleicht schon mal die Karte einzupacken. Oder noch schlimmer, die Karte ist voll, dann kann man wenigstens ein bisschen filmen mit den 8 GB internen Speicher. So. Das ist der Gimbal-Schutz, den würde ich immer drauf lassen. Also natürlich nicht, wenn ihr fliegt, aber den würde ich immer drauf lassen, weil ihr seht, das ist ein sehr empfindliches Teil hier. Sie hat eine Lichtstärke von 2.8, das ist eine gute Lichtstärke für so eine kleine Drohnenkamera. Sie hat, was steht hier? Ah, genau, auch ein großer Unterschied zur DJI Mavic der ersten Generation. Also, auch ein Unterschied der DJI Mavic Air 2 zur DJI Mavic Air, also dem Vorgänger, ist, dass der Sensor größer ist. Hier ist jetzt ein halbe Zoll Sensorgröße, während das beim Vorgänger war das ja ein Viertel Zoll, die Größe vom Sensor. Das ermöglicht einem natürlich zum einen eine bessere Bildqualität zu haben und wenn ihr eher auch am Abend filmen wollt, in der Nacht nicht, weil in der Nacht dürft ihr normalerweise keine Drohnen steigen lassen, also zumindest nicht da, wo ich bin, also in der ganzen Dachregion glaube ich nicht. Aber sie hilft natürlich, wenn man einen Sonnenaufgang filmen möchte oder fotografieren oder einen Sonnenuntergang. Da hilft es natürlich, einen größeren Sensor zu haben als einen kleinen Sensor. Verbaut ist ein 12-Megapixel-Sensor. Der kann es aber interpolieren auf 48 Megapixel. Und DJI hat da so einen Rechenalgorithmus. Für was brauche ich 48 Megapixel? Wenn ihr natürlich ein Foto habt, welches ihr sehr groß ausdrucken möchtet,
geht mit 12 Megapixel auch. Muss man ganz klar sagen, geht mit 12 Megapixel auch. Ist vielleicht ein bisschen einfacher mit 48 Megapixel, weil da kann man besser reinzoomen. Aber ja, schlussendlich, also ich persönlich werde wahrscheinlich eher mit 12 Megapixel die Fotos machen, als mit 48. Die DJI Mavic Air 2 kann mit 4K und 60 Frames pro Sekunde aufnehmen. Da ist sie im Moment die leistungsfähigste in der Mavic-Serie. Denn die DJI Mavic 2 Pro kann nur, ich meine, ist immer noch gut, 4K mit 30 Frames pro Sekunde. Also da ist das eine Entwicklungsstufe höher. Aber der Sensor ist kleiner, muss man auch wissen, als von der DJI Mavic Pro 2. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass DJI mit der nächsten Generation der DJI Mavic Pro, also das 3 dann, dass sie da das angleichen werden. Leider ist schlechtes Wetter, sonst hätte ich euch sehr gerne Footage gezeigt, unbearbeitete Footage, damit ihr genau wisst, was die Automatik zu leisten mag. Kommt aber noch. Versprochen, das kommt noch. Im Moment geht's halt nicht. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Wenn du mehr Videos wie diesem hier sehen willst, also Unboxings, Tutorials, Tipps und Tricks, dann abonniere doch diesen Kanal, es würde mich sehr freuen. Und wenn ihr spezielle Fragen habt zur DJI Mavic Air 2, dann schreibt es doch unten in die Kommentare. Wenn ich etwas für euch austesten soll, auch alles unten in die Kommentare, das gibt mir Stoff, damit ich mehrere Videos für euch produzieren kann, die euch helfen, zum Entscheiden, ob die DJI Mavic Air 2 etwas für euch ist oder nicht. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich jetzt gerade mit dem Unboxing und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!